Wir haben jetzt noch drei Spiele bis zur Winterpause: Lugano, Lausanne und St. Gallen. Lugano ist jetzt natürlich auch nicht der schlechteste Gegner. Ich hoffe, ich mache hier keinen Fehler, als ich mich dazu entschieden habe, dass ich gegen die ein bisschen schonen werde. Aber ja, müssen wir jetzt einfach mal schauen. Ich denke aber, dass die Jungs das auch so können. Die Spielpraxis ist jetzt natürlich nicht top, aber die müssen natürlich auch mal wieder auf ein Level kommen. Cekrova sollte jetzt mal wieder ein bisschen Konstanz reinbringen. Auch Stocker muss jetzt mal wieder abliefern, vor allem gerade als Kapitän eben. Bunjaku spielt eigentlich auch immer ganz gut, wenn er eingewechselt wird oder auch wenn er mal von Anfang an ran darf. Deswegen, dem Jungen möchte ich auch mal eine Chance geben. Fabian Frey macht das auch eigentlich immer ordentlich. Marchand, der hat so seine Durchhänger drin. Vielleicht kann er jetzt mal was abrufen. Petretta war wieder lange verletzt, muss jetzt auch mal wieder fit werden. Und ja, sonst auf der Bank. Isufi war jetzt auch länger verletzt, den hätte ich gerne mal wieder dabei. Van der Werf war jetzt auch lang außen vor. Das lag jetzt einfach daran, dass Lovink und Schimmert sich da so festgespielt haben in der Innenverteidigung. Und Klose halt dann der Backup war, weil der gerade am Anfang zur Euroleague-Quali in den Spielen relativ überzeugt hat. Deswegen ist Van der Werf jetzt auch ein bisschen außen vor, ist ja auch nur ausgeliehen, sage ich mal. Das heißt auch kein Spieler, den wir unbedingt für uns selber entwickeln können. Deswegen ist es bei ihm jetzt nicht ganz so schlimm, auch wenn ich eigentlich vorhatte, ihn zu verpflichten. Aber da wir jetzt keine Kaufoption oder sowas haben, müssen wir da einfach mal abwarten. Ja, Xhaka wieder dabei, der hat die ganze Zeit gespielt, glaube ich, ne? Gegen Bern hat er das letzte Mal gespielt. Gegen Luzern, Bern, ja, war er die ganze Zeit dabei. Er kriegt jetzt auch mal seine Pause, kann aber natürlich sein, dass er eingewechselt wird. Samuel Ocampo genauso. Von Moos hat auch sehr, sehr inkonstant leider. Das muss auch besser werden. Van Rijswinkel kommt hier mal mit. Dass man eventuell einen Cabral vielleicht auswechseln kann. Mal schauen. Roche kriegt seine Pause, Zufi ist noch angeschlagen, der sollte aber wieder fit sein gegen Lausanne. Und ja, Kasami kriegt da seine Pause, Lovren kriegt die Pause, Fululu auch, wobei hat er die letzten Spiele so viel gespielt. Das ist halt immer das Ding, denn das muss man halt alles wieder nachgucken. Ja, der tatsächlich die letzten Spiele 4 von 5 in der Startelf gewesen, okay. Gut, dann gehen wir so rein. Alle nicht fit, aber die werden das trotzdem machen, die Jungs. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen werden. Der eine oder andere hat ja jetzt die Chance, sich zu beweisen und zu zeigen, hier Coach, ich möchte auch spielen. Gib mir eine Chance. Ja, geht raus und würdigt es mit einem angemessenen Auftritt. Ja, wir werden offensiven Kombinationsfußball spielen. Es ist nicht das beste Wetter für Fußball. Wie wirkt sich das aufs Team aus? Unsere Spieler können mit jeder Situation umgehen. Also das ist auch, glaube ich, keine Frage. Das ist unsere Aufstellung. Und jetzt bin ich gespannt. Wir gehen auf jeden Fall direkt nach vorne. War jetzt nicht Stocker. Der muss sich nämlich jetzt auch mal beweisen. Also gerade als Kapitän, der hat mich bisher ziemlich enttäuscht. War jetzt auch länger verletzt, aber trotzdem, da muss ein bisschen mehr kommen. Erste Flanke war nichts. Und dann gibt es einen Eckball. Ne, es gibt einen Abschluss. Keine Ahnung, was Cekrova da wieder versucht hat. Der Junge ist auch noch nicht ganz angekommen. Zumindest nicht mit uns als Trainer. Da ist die erste Chance und das Kopfballtor durch Tim Klose. Sehr stark und sehr wichtig, dass wir in dem Spiel auch früh führen. Weil gerade wenn wir jetzt so ein bisschen rotieren und die jüngeren Spieler mal ran dürfen, kann es natürlich sein, dass wir auch ein bisschen nervös werden dann, wenn es nicht direkt von Anfang an gut läuft. Deswegen das Tor war optimal dafür. Wir haben direkt in der 9. Minute die nächste Chance. Marchand wollte es aus der Distanz probieren, das ist natürlich. War ein bisschen optimistisch.
Jetzt gibt es dann den Konter. Ich hoffe, da passiert nichts. Wir stellen ihn erstmal gut zu und dann hat auch Klose den Ball wieder sehr schön. Und Widmer macht wieder Tempo. Also der ist auch so offensiv stark, der Typ, ne? Ich weiß nicht, ob es in unserer Ausrichtung liegt oder ob der einfach immer Bock hat, nach vorne zu gehen. Also mit dem kompletten Flügelverteidiger. Kann auch sein, dass es daran liegt. Aber der macht immer gut Tempo da außen. Oh, Cekova, schade. Dem will ich jetzt auch mal wieder ein Tor gönnen oder ein gutes Spiel, ein Assist. Der braucht mal wieder was, wo er sein Selbstvertrauen herbekommen kann. Passiert erstmal nichts. Aber bis jetzt sieht man nur Sehen von uns, das ist schon mal ganz gut. Fabian Frey läuft den gut ab. Und jetzt wird die Seite gewechselt, schön gemacht. Cekova steckt schön durch auf Cabral. Der macht die nicht rein, aber Orgis Bunyaku ist da für den Abstauber. Ich habe es euch gesagt, der Junge, der macht seine guten Spiele, wenn er reinkommt. Oder auch wenn er mal starten darf. Ich habe es euch vorhin noch gesagt. Und jetzt ist er wieder da. Sehr schön. Das freut mich für ihn. Hat er schön die Lücke gesehen. Ist reingelaufen. Als hätte er mit dem Abpraller gerechnet. Perfekter Start. Und wir machen genauso weiter. Wir lassen den auf jeden Fall keinen Raum. Und das ist gut so. Hat Widmer nochmal eine Idee? Ja, ich spiele ihn erstmal ab, schön gesehen. Und jetzt Petretta. Zurück auf Cekova, aber an dem seinen Abschluss müssen wir echt arbeiten. Ich weiß gar nicht, was hat denn der für einen Abschluss? Kann ich den nicht jetzt angucken? Okay, müssen wir später mal nachschauen. Weil der hat gefühlt jeden Ball, den er zumindest aufs Tor hätte bringen können, verballert. Und das nicht nur heute. Naja, schauen wir mal. Jetzt einfach gucken, dass wir hinten gut stehen. Dass ein Tim Klose da nicht überrannt wird. Oh, und da kriegen wir direkt einen Anschlusstreffer. Das ist natürlich nicht gut. Da sah auch Heinz Lindner nicht so gut aus im Tor hinten. Also das war, glaube ich, ein Ball, den man hätte halten können. Und hier ist das Ding. Da ist Klose nicht ganz da und dann wird er eben überrannt. Und auch Lindner. Ach, also. Hätte man haben dürfen, mein Lieber. Aber wenn wir jetzt das 3-1 nachlegen, ist das für uns auch alles okay. Der Freistoß war nichts. Aber wir machen weiter Druck. Müssen nur gucken, dass wir. Sehr schön, wir müssen gar nichts gucken. Fabian Frey macht einfach das 3-1. War auch wieder. Ich weiß nicht, ob es ein Torwartfehler war, der Ball war wahrscheinlich sehr schlecht zu sehen für ihn, weil der gefühlt durch fünf Mann durchgegangen ist. Ja, aber schönes Ding. Wichtig, wir müssen gucken, dass wir denen ihre Konter nicht zulaufen, nicht durchlaufen lassen. Das ist das, was ich sagen wollte. Weil das ist so das Einzige, wo sie uns gefährlich werden könnten, aber wir dominieren die ja komplett. 65% Ballbesitz, 10 zu 3 Schüsse. Das sieht gut aus bisher. Oh, zu viel sogar, haben nochmal einen aufs Tor gebracht. Die Noten sind auch eigentlich alle in Ordnung. Außer Cekova vielleicht, genauso wie Widmer und Lindner. Aber jetzt, wenn man so führt, macht das auch jetzt keinen großen Unterschied, wenn da mal zwei, drei nicht ganz da sind. Vor allem, wenn es halt ein Widmer ist oder auch ein Lindner ist eigentlich auch zuverlässig. Bei Cekova ist es halt ein bisschen ärgerlich, weil der irgendwie nie so richtig da ist, wie er sollte oder wie er eigentlich kann. Das ist ja das Hauptproblem. Aber gut. Es gefällt mir super, wie es läuft, Jungs. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Wenn wir jetzt dann noch das 4-1 machen, könnte man sich auch mal überlegen, ob man irgendwie hinten durchwechselt, ob man Thunderwerf bringt oder ein Isufi. Dass man die ein bisschen früher bringt, dass die auch wieder ihre Spielpraxis bekommen. Aber das schauen wir jetzt erstmal, wie es weiterläuft. Widmer pannert hier und bringt den Ball zu Schocker. Sehr schön. Bunyaku schön durchgesteckt. Und Cekova versucht schon wieder den Schuss aus einer Position, wo er nicht hätte schießen müssen.
Also der Kerl, ich weiß nicht. Der ist irgendwie. Ich glaube, wir holen jetzt mal Stocker raus. Der scheint auch ein bisschen erschöpft. Der hat jetzt ein bisschen seine Spielpraxis gesammelt. Der darf jetzt von Moos rein. Und ja, ich glaube, hier müssen wir gar nicht groß wechseln. Also die sehen alle noch in Ordnung aus. Sowohl von Fitness als auch von den Noten. Die Sufi würde ich gerne nachher noch bringen. Thunderwerf könnte man dann auch überlegen, wie gesagt. Da wäre mir es 4-1 lieber, aber ich denke, für die letzten 10 Minuten wird es auch beim 3-1 reichen. Und ja, von Reuswinkel würde ich gerne deinen Einsatz noch gönnen. Schauen wir dann einfach mal. Jetzt erstmal ein Eckball für Lugano. Der wird gefährlich, aber zum Glück geht er drüber. Petretta treibt über nach vorne. Und Jekrova geht jetzt endlich mal vorbei. Also dribbeln kann er ja, er kann nur nicht schießen. Nimmt da von Moos mit und er probiert einfach mal. In Ordnung. Ich würde fast sagen, wir lassen Jekrova mal durchspielen. Wir geben jetzt Yusufi seine Spielzeit. Und dass wir hinten ein bisschen Stabilität haben, kommt Taulan Xhaka. Und ja, die letzten zwei Wechsel heben wir uns mal noch auf, da machen wir noch nichts. Klose hat sich hier gerade nicht getraut, Isufi mitzunehmen. Das ist natürlich. Ah, gut. Funyaku, der macht jetzt nochmal Tempo. Sekoba, klein, klein auf Funyaku. Aber jetzt muss dann vielleicht mal die Flanke kommen. Die Flanke kommt, aber die kommt zu lang, ein Tick. Aber frei, Xhaka, Isufi wäre da reingelaufen, da hätte man vielleicht versuchen können durchzustecken. Aber so scheint es auch zu funktionieren. Chikrova trifft schon wieder nicht das Tor. Was hat der Junge denn mit dem Tor? Eieiei. So, also jetzt können wir hier Schilmert noch mal eine kleine Pause gönnen. Dafür Thunderwerf spielen lassen. Und auch Cabral kriegt noch mal die Pause, dass der auch fit ist fürs Wochenende. Und vielleicht läuft dann Reuswinkel auch noch mal sein Tor. Wer weiß. Ist ja ein erfahrener Stürmer, der weiß ja, wie er stehen muss. Jetzt gucken wir einfach mal. Der darf dann natürlich nicht so durchkommen, auch wenn Petretta da ein bisschen unglücklich in den Zweikampf geht, aber er holt ihn sich richtig stark wieder. Der lange Ball war dann natürlich nichts. Und jetzt muss Isufi hinten zumachen. Ja, und das darf dann halt nicht passieren. Deswegen hatte ich Angst vorm Wechsel. Ich sage jetzt nochmal, die sollen sich bitte konzentrieren. Ob das jetzt wirklich daran lag, dass wir hier Tschömert rausgenommen haben, ich weiß es nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall keinen Unentschieden haben. Und jetzt hat Lugano sogar nochmal einen Angriff. Ja, Petretta ist da und haut den weg. So muss sein. Ich möchte mich aber jetzt auch nicht hinten reinstellen, Jungs. Also wir sollten hier schon nochmal einen Ball erobern. Dann vielleicht nochmal einen ordentlichen Konter fahren, um das 4-2 zu machen. Das wäre schön, dann sieht es besser aus. Aber gut, die Konzentration sagt er ihnen einfach nach dem Spielende. Ist natürlich auch okay, dann gehen sie wenigstens konzentriert ins nächste Spiel. Von Moos ist nicht wirklich ins Spiel gekommen. Tekrova war in Ordnung, aber hätte natürlich ein, zwei Tore machen können. Frei Bunyaku beide gut. Xhaka war in Ordnung. Klose mit seinem Tor war defensiv leider nicht ganz so stark wie offensiv. Isufi leider auch gar nicht ins Spiel gekommen. Also dem Jungen müssen wir echt ein bisschen mehr Zeit geben, glaube ich. Der hätte jetzt schon zwei oder drei Spiele, die so liefen. Hier wird er auch eingewechselt, da war die Bewertung sogar in Ordnung. Hier wird er ausgewechselt, da war sie sogar auch in Ordnung. Ja, okay. Ja, es ist in Ordnung. Aber
darf halt auch ein bisschen mehr kommen. Ich meine, dass der mal ein, zwei Spiele hat, die nicht laufen, das ist, glaube ich, ist uns, glaube ich, allen klar. Aber trotzdem sollte auch mal ein Spiel dabei sein, wo richtig gut wird von ihm. Ist jetzt natürlich nur eingewechselt worden, deswegen braucht man jetzt auch nicht viel sagen. Aber gut. Petretta hat ein gutes Spiel, das gefällt mir. Lindner leider nicht so. Widmer war halt auch nicht ganz da. Chilwood wie immer. Marchand war in Ordnung, Stocker auch. Cabral leider nicht, aber der Typ trifft ja im Normalfall sonst immer. Da ist es, der darf auch mal so ein Spiel haben. War ein schöner Sieg. Ja. Geiles Spiel, ja, ich hätte lieber ein, zwei Tore mehr auf unserer Seite gesehen, dann hätten wir nicht so zittern müssen die letzten 5 Minuten. Aber ist okay, vor allem Young Boys Bern hat es auch nicht geschafft, gegen Vaduz zu gewinnen. Das ist natürlich sehr gut für uns. Wenn wir jetzt noch Lausanne Spor besiegen am Wochenende, könnten wir abgesehen von Bern auf 6 Punkte davonziehen. Und ja, das wäre natürlich überragend. Pressekonferenz nach der Harald machen. Hier gibt es nicht so viel Neues. Jetzt geht es dann gleich am Samstag wieder mit der Liga weiter. Das ist die Nachanalyse. Sehr, sehr viel seitwärts. Da könnten wir vielleicht sogar das Tempo hochschrauben. Es ist halt schon auf Standard, ne? Ich möchte dann auch nicht. Ich möchte halt schon das Spiel überlegt machen. Hier ist halt die Frage, ob wir das geduldig spielen rausnehmen sollen. Und vielleicht auch mal das Tripling rein. Aber ich muss sagen, solange es gerade läuft, würde ich es erstmal so lassen. Und wenn wir damit Meister werden, ist ja auch gut. Und dann können wir es immer noch in der Vorbereitung im Sommer dann ausprobieren. Pukac geht zu Thun. Das ist in Ordnung. Der war jetzt kein großes Talent. Wir haben aber trotzdem, soweit ich weiß, noch genau einen Prozentsatz des nächsten Verkaufs drin. Das könnte sich vielleicht rentieren, wenn er durchstartet. Wenn nicht, haben wir auch einen akzeptablen Preis bekommen. Wenn für 20 ist er gegangen, ist 24 wert. Ja, das ist in Ordnung. So, Sion bildet die meisten Spieler in der Super League aus. Da sind wir mit wie viel? 23. Hallo, wo steht denn unsere Spieleranzahl? Warum steht nur da 25? Okay. Na gut, ist ja auch egal. Wahrscheinlich sind es dann, ja, wobei, wenn das 17 sind, sind es wahrscheinlich 21 bei uns. Cekrova, also Bruder. Ich bin sehr enttäuscht über die Trainingsleistungen. Ja, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Da, bei dir muss auch im Spiel mehr kommen. Das ist jedes Mal immer nur okay. Und von dir möchte ich, also gerade von dir mit deinem Talent, möchte ich da auf jeden Fall mehr sehen. Haidari spielt ja bei dem 18 mit dem Halbfinale vom Swiss Cup. Lass mal schauen, die U18. Okay, das ist immer nur eine Runde. Kali Sehne hat sich verletzt für 4 Monate. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Hat auch ein bisschen Talent. Der hat sogar ganz gut gespielt, ne? Oh, perfekt. Wo sieht man das denn? Na, bei diesen Leihspieler-Dingern. Nachrichten, da sieht man das dann. Der hat auf jeden Fall, glaube ich, ein paar ordentliche Spiele gehabt. Ah ja, hier. 11 Einsätze von Anfang an, 4 eingewechselt, 3 Tore, eine Vorlage. 6-7, ja, okay, so gut warst du doch nicht. Das ist natürlich jetzt trotzdem ärgerlich, gerade als 19-Jähriger, wenn du da mal 4 Monate weg bist. Aber gut, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ich weiß auch nicht, ob er bei uns den Durchbruch schaffen würde.
Aber trotzdem wäre es natürlich gut gewesen, der kriegt ein bisschen Spielpraxis. So, jetzt gehen wir rein hier gegen Lausanne Sport, gegen den dritten. Das wäre natürlich ein wichtiges Spiel, wenn wir das jetzt gewinnen. Schauen wir mal. Ich würde auf jeden Fall gern wieder mit Lovink beginnen, auch wenn Klose das ordentlich gemacht hat. Der kommt wieder mit auf die Bank. Petretta hat stark gespielt, deswegen kommt der auf die Bank. Und Roche standardmäßig natürlich links hinten. Isufi bleibt erstmal draußen. Dem müssen wir einfach Zeit geben, glaube ich. Ich meine, der ist 20 Jahre alt, der hat auf jeden Fall das Talent hier zu spielen. Da muss ich eh noch ein bisschen an die Position gewöhnen, vielleicht liegt es auch daran. Dem müssen wir einfach Zeit geben, der wird das schon machen. Auf 6 wird wieder ganz normal Xhaka spielen. Fabian Frey würde ich sagen, darf mal beginnen. Dafür geht Kasami nur auf die Bank. Und vorne drin ist Zufi fit. 60 Minuten, ja, da kann Zufi anfangen. Bunyaku geht fürs Mittelfeld mit, also für den vorgeschobenen vorgeschobenen Spielmacher, aber irgendwie so zurückgezogener Zehner ein bisschen. Wird Bunyaku mitkommen, Campo. Weiß jetzt nicht, wie wir da spielen werden. Wir werden auf jeden Fall mit Poludu links beginnen. Und würde ich fast schon sagen, beginnen wir mit Campo rechts. Und Cabral vorne drin. Und dann nehmen wir Stocker und Van Moos mit auf die Bank. Tekroba tut mir natürlich ein bisschen leid, dass er jetzt wieder draußen bleiben muss. Aber der Junge zeigt halt auch im Moment noch keine Leistung. Und da müssen wir dann halt auch irgendwie vorrangig nach dem Team gucken und nicht nach einzelnen Spielern. Deswegen gehen wir so rein. Ich hoffe, dass Zufi das durchhält. Hier wieder ordentliche Rotation, aber wir haben ja auch ein bisschen geschont im letzten Spiel. Und ja. Das freut mich, dass Cabral gut aussieht. Diese Kommentare wieder, gell? Beim Vizekapitän zu sagen, ja, das Spiel ist eine Nummer zu groß für ihn. Naja, gut. Ja, wir können es auf jeden Fall revanchieren. Das Hinspiel, das erste von 4 Spielen, auf jeden Fall 3-2 verloren. Genau. Wo ist denn dieses Motivierende hier? Geht da raus und rächt euch. Wir klatschen die heute auf jeden Fall weg. Also, der Trainer von denen erhält viel Lob für das, was er diese Saison erreicht mit den begrenzten Mitteln. Finden Sie auch, dass er Lausanne dazu gebracht hat, auf einem unerwartet hohen Niveau zu spielen? Ja, zeigt auf jeden Fall, dass man nicht viel Geld dafür braucht. Sie sind offensichtlich von der Leistung. Ist es möglich, dass Sie. Hey, leg mir doch nicht wieder irgendwas in den Mund, bitte. Das war sicher nicht so gemeint. Ja. Wie wichtig war der Zusammenhalt der Mannschaft, um in Fahrt zu kommen? Das ist ein super Ort und alle arbeiten hier, dass es so bleibt. Damit gehen wir rein ins Spiel. Mal gucken, was die Jungs jetzt. Ob wir uns rächen können. Wäre auf jeden Fall schön. Wäre auch schön. Oh, da ist der erste Ballverlust, weil Frei nicht ganz da war. Aber er holt ihn sich auf jeden Fall zurück, das ist wichtig. Zu viel auf Pululu. Zurück auf Roche. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir hier nicht so viel Klein-Klein spielen, dass wir dann auch mal einen Abschluss suchen. Pululu versucht hier den Elfmeter zu schinden. Ob das jetzt die beste Idee war, hätte man vielleicht auch aus der Position ein bisschen mehr draus machen können. Aber gut. Die ersten 10 Minuten gehören auf jeden Fall komplett uns. Pululu holt sich den Ball, wichtig. Und verliert ihn schon wieder, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das ist unser Ball, Wittmer hat den und kann jetzt den nächsten Angriff einleiten. Bringt die Flanke rein, die wird geklärt. So, Roche ist eigentlich vorbei und sucht wieder den Weg nach hinten.
Aber Fabian Frey ist frei und macht sein nächstes Weitschusstor, beziehungsweise sein nächstes Tor außerhalb vom Strafraum. War dann wohl die richtige Entscheidung, den heute zu bringen, statt Kasami. Auf jeden Fall ein schöner Volley. Und da gab es auch nicht viel zu halten für den Torwart. Schöne Übersicht von Pululu. Und wir machen direkt weiter Druck. Aber Pululu verliert schon wieder den Ball. Und jetzt könnten wir in den Konter laufen. Das könnte bitter werden. Nee. Nee. Oder sonst spielt das auch nicht gut genug hinten raus. Campo, schöner Ball auf Pululu. Und da ist das nächste Ding 2 zu 0. Auch gut, dass wir Pululu die Pause gegönnt haben. Und der scheint jetzt auf jeden Fall wieder top motiviert zu sein. Klasse Ball von Campo. Das ist ja die Übersicht, die er in der Szene hat, ne? Und die kann er da auch auf rechts außen ein bisschen einbringen. Das ist natürlich sehr schön. Das ist ein optimaler Start und wir machen ganz genauso weiter. Roche behauptet sich. Cabral auf Pululu. Der versucht es einmal, zweimal. Und Cabral holt wenigstens noch die Ecke raus. Aus der wird aber leider nichts. Außer Campo bringt er jetzt nochmal. War zu viel schöner Ball auf Pululu. Und auf Cabral. Der lässt schon wieder eine Großchance liegen. Eieiei, der Junge und seine Chancen, ne? Der hat zwar schon 16 Tore, der hätte aber bestimmt 30 haben können, wenn er alle seine Großchancen reinmacht. Wieder schöner Steckball auf Campo. Der nochmal zurück auf Wittmer. Der bringt ihn irgendwie rein und Pululu ist da mit dem Doppelpack und mit der Vorlage an allen drei Toren beteiligt. Und wir sind erst in der 20. Minute. So sieht das doch richtig, richtig gut aus. Schöner Kopfball von Pululu. Was will man da mehr als Trainer? Und der Junge macht weiter Tempo. Wieder legt er ihn zurück auf Xhaka. Und da wäre fast die vierte Torbeteiligung gewesen. Schade. Das war kein Abseits. Ah doch. Schade. Also optimaler Start. Wir haben die auch relativ gut im Griff. Die haben noch keinen Schuss aufs Tor. Und wir machen stattdessen einfach weiter. Wir machen stattdessen einfach weiter mit dem Tor. Erhard Schürmann nämlich mit seinem zweiten Saisontor. Wieder ein Kopfball. Sehr, sehr schön. Also besser könnte auch der Start heute nicht sein, oder? So habe ich doch noch viel, viel mehr auf dem, viel, viel mehr Bock auf den Stream. Dann gehen wir hier durch. Lindner hat nicht viel zu tun. Hat nicht mal einen Schuss aufs Tor bekommen. Wittmer stark, Tchöman stark, Lohmig auch in Ordnung, Roche auch. Durchgehend starke Noten eigentlich hier. Pululu natürlich anderes Level heute. Ich weiß, was der sich vorgenommen hat. Vielleicht spielt seine Ex, vielleicht ist sie Fan von Lausanne, keine Ahnung. Aber wir können hier mal sagen, ich freue mich sehr über die Leistung, Jungs. Bitte macht weiter so. Und jetzt kann man natürlich dann auch wieder dem einen oder anderen hier draußen die Spielpraxis geben. Capral würde ich auf jeden Fall noch sein Tor wünschen. Dass der Junge auch mal wieder trifft. Ist ja jetzt schon seit zwei Spielen ohne Torerfolg, wenn man das mit einberechnet. Das ist natürlich für seine Quote sehr, sehr schlecht. Der ja sonst. Och, und Roche mit dem dummen Foul. Es wird wahrscheinlich den Elfmeter geben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das war jetzt halt dann wieder unnötig.
Klein und Sufi müssen wir wahrscheinlich rausholen. Die sind ein bisschen erschöpft. Können wir Campo auch zurückziehen. Wobei ich auch gerne mit Bunyaku spielen würde. Ja, es war klar, dass es den Elfmeter gibt. Vielleicht kann Lindner den sogar halten. Das wäre optimal. Nicht, dass Lasagne hier nochmal irgendwie ein bisschen Hoffnung kriegt. Oh, schade. War in der richtigen Ecke. Aber hat nicht sollen sein. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir jetzt nicht wieder anfällig werden, sondern direkt nachlegen am besten. Dass da gar keine Hoffnung aufkommt bei Lausanne. Und dann holen wir uns einfach den eigenen Elfmeter raus. Wie du mir, so ich dir, als ich mit mir gerade gedacht. Ich denke, es gibt den Elfmeter auch. Ja. Und Pululu wird den schießen für den Hattrick. Und er macht seinen Hattrick. Auch wenn ich jetzt natürlich Cabral sein Tor gegönnt hätte. Aber Pululu sein Hattrick, das ist auch schön. Warum nicht? Hier darf Bunyaku jetzt rein. Genauso wie Kasami. Und für Roche wird dann auch mal Petretta kommen. Ich hoffe, der kann an seine Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen. Ist ja auf jeden Fall schön. Ja. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt einfach im Spitzenspiel, also Erster gegen Dritter, dass wir da einfach mal in der 60. drei Wechsel machen können und ein bisschen durchwechseln. Kasami, den hat Schilbert noch. Kann er nochmal gefährlich reinbringen? Leider nicht. Oh, und da gibt es jetzt den Konter. Lurving verschätzt sich. Aber, ach, Widmer war das. Aber er kann den Ball trotzdem nochmal klären. Und jetzt pressen wir sie schön und zwingen sie zum Fehlpass. Genau so soll es doch sein. Och, Pululu. Noch mit der Vorlage für Cabral. Was ist mit dem Jungen heute los? Was ist denn mit dem Jungen heute los? Also besser kannst du ja gar nicht spielen. Der kriegt jetzt auf jeden Fall seine wohlverdiente Pause. Julian von Moos kriegt noch einen Einsatz. Und würde ich fast schon sagen, kommt auch Campo nochmal raus und Stocker kriegt noch einen Einsatz. Tauschen die beiden die Seite. Und das waren dann unsere letzten beiden Wechsel für uns für heute. Aber was Pululu heute abruft, 3 Tore und 2 Vorlagen in einem Spiel, das ist, glaube ich, mehr was in der, als das, was er in der ganzen Saison bisher hatte. Aber mir soll es recht sein, der kann gern so weitermachen, der Junge. Also der hat sich das echt zu Herzen genommen, dass wir heute Rache nehmen wollen. Jetzt nur nicht noch ein zweites Gegentor bekommen, damit das Ergebnis nicht mehr so schön aussehen. Lumming ist da und Stocker stolpert ihn wieder. Oh, und dann stehen wir ganz, ganz schlecht, aber Lindner kann ihn noch halten. Sehr gut. Der Kopfball geht Gott sei Dank vorbei. Ja, dann haben wir nochmal die Chance. Widmer bringt ihn rein, Cabral hat gar keinen Bock hochzugehen zum Kopfball. Abu Yaku. Spielt da Petretta schön frei, der verzögert es. Vielleicht ein bisschen zu lang. Flanke kommt trotzdem gut. Und Widmer wollte es dann einfach mal probieren. Auch gut. Hat dann zwar nicht ganz gereicht, aber ist okay. Da wollte es vielleicht auch Tor und Vorlage noch. Dass da wenigstens einer ein bisschen mit Pululu mithalten kann. So. Und ich denke, das wird dann die letzte Aktion gewesen sein. Oder haben wir nochmal die Chance? Nee. 6-1, also überragendes Spiel. Ich glaube, viel dominanter hätten wir da gar nicht mehr auftreten können. Wir hatten die sowas von im Griff. Sehr, sehr, sehr stark. Bin ich echt zufrieden mit. Cabral hat sein Tor bekommen. Das freut mich für ihn.
Formos wieder nicht ganz da bei der Einwechslung. Auch Stocker war auch nicht ganz da. Kasami und Wunjaku war in Ordnung. Xhaka hat es gut gemacht. Lovic auch wenn er da vor allem jetzt bei der letzten Chance für die nochmal ziemlich schlecht stand. Beziehungsweise viel zu weit rausgerückt ist. Tjöme auch wieder in Ordnung. Widmer stark. Bertrand hat das auch gut gemacht. Oder okay gemacht, als er reingekommen ist. Campo in Ordnung, Pululu brauchen wir nicht drüber reden. Da hätte es eigentlich die 10,0 sein sollen. Zu viel gutes Spiel, Frei gutes Spiel, Roche gutes Spiel. Alles in allem sehr zufrieden, würde ich sagen. Es war ein super Auftritt von euch. Mehr kann man da gar nicht sagen. Alles andere wäre auch falsch. Wenn die Spieler einen Tag frei bekommen. Ja gut, morgen ist Sonntag, ne? Ist sowieso frei. Hätten sie nur Erholungstraining gehabt, dann schmeißen sie das weg für die. Zu behaupten, dass man das Ergebnis erwartet hätte, wäre wohl übertrieben. Ja, es ist ein schönes Gefühl, wenn alles so zusammenläuft. Ja, es ist ein absolut herausragender Sieg für jeden im Verein. Ja. Anständiges Ergebnis, Bruder. Wahrscheinlich war das nur anständig, oder? Hätten wir vielleicht 10-0 gewinnen sollen? Hättest du dann gesagt, es wäre ein gutes Ergebnis? Ja, mein Spieler des Spiels war heute Pululu. Ich glaube, da gibt es auch gar keine andere Wahl, Mathilde. Mathilde Inderbitzin. Bester Nachname. Jo. Pululu gratulieren wir auf jeden Fall nochmal selbst. Sie waren richtig stark vom Tor. Setzen Sie das fort. Das will ich von dir hören. 8 Spiele in Folge ungeschlagen. Ja, hätten wir hier das unentschieden nicht drin gehabt, hätte ich das ganz genau so hingenommen. Das 0-0 gegen Bern kann auf jeden Fall passieren, auch wenn wir die da echt dominiert haben. Aber, das ist wieder der Harald. Und Bern hat wieder eine Unentschieden gespielt. Ach nein, die haben sogar verloren. Perfekt. Sind wir jetzt sogar mit 5 Punkten vorne. Von Punktgleich in 2 Spielen zu 5 Punkten Vorsprung. Das lobe ich mir doch. So, jetzt haben wir noch unser eines Spiel. Dann, ihr seht es schon. Wo ist es? Hier, ich habe den Jungs über Weihnachten und Neujahr freigegeben. Und dann werden wir auch nicht so viele Testspiele machen. Am 23. geht es ja schon weiter. Ich würde sagen, wir machen hier samstags eins. Und da Samstag 1, dann haben wir 2 Spiele, können die Spieler, die Spielpraxis brauchen, spielen. Und dann sollten wir auch fit sein für die Rückrunde. Also im Moment bin ich außerordentlich zufrieden mit den Jungs. Da ist auch dieses Lugano-Spiel, was dann die mehr oder weniger B11 nochmal ins Wackeln gekommen ist. Das habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen. Wir gewinnen hier im Elfmeterschießen im Halbfinale, sehr schön. Haidari mit einer 7,9. Der Junge ist halt auch stark, ne? Also den will ich auch eigentlich echt gern verpflichten. Da müssen wir mal mit Juve quatschen. Ob die Bock haben, uns den zu geben. Gerade weil sein Vertrag dann nächstes Jahr ausläuft. Der wäre interessant. Den können wir sogar nächste Saison dann, wenn sich Loring etabliert hat, als vierten Innenverteidiger mitnehmen. Vielleicht sogar auch schon als dritten, wenn er sich jetzt noch so weiterentwickelt. Ja, da richtet die Aufmerksamkeit auf sich. 102 Minuten. Achso, ja, wegen Verlängerung. Enis Musay hat auch gut gespielt. Vielleicht wird er auch noch was, man weiß es nicht. Gut. Sion gegen Young Boys Bern steht alles in den Schatten. Okay. Die sind neunter, Bruder. Geht's dir gut? Also, da ist unser Spiel ja dann doch interessanter. Erster gegen Vierter. Naja, gut. Der Chipperfield macht sich gut, das gefällt mir.
Wir gewinnen hier 3-2, unsere U18 gewinnt den Swiss Winter Cup. Das ist sehr schön. Perioka, Abdullah und Karatasch. Wunderbar. Der erste Titel diese Saison. Leider nicht von der ersten Mannschaft geholt, sondern von der U18. Aber das ist trotzdem in Ordnung. Dann habe ich Bock auf jeden Fall auf das letzte Ligaspiel für dieses Jahr. Hoffentlich können wir da nochmal was reißen. Ich gehe mal von aus. Lausanne Sport haben wir ja absolut auseinandergenommen. Da darf auch Petretta mal beginnen. Lovik Cilvan bleibt die Innenverteidigung, die sind stabil zusammen. Widmar Lindner bleibt sowieso. Jetzt natürlich die Frage mit Xhaka frei in Topform. Kasami eigentlich auch. Ich spiele mal mit frei auf der 6 und Kasami eins vorne dran. Zufi ist immer noch nicht ganz fit. Da wollen wir da mal nichts riskieren, da wird Campo beginnen. Und da wir von Moos mal wieder von Anfang an. Stocker, Cecrova hier. Ja, wir nehmen. Ne, Stocker bleibt mal draußen, dafür darf Vichy mal wieder mit. Den geben wir nochmal einen Kurzeinsatz, wenn es optimal läuft. Klose bleibt auf der Bank. Isufi würden wir dann nochmal mitnehmen. Mal gucken, ob er reinkommt. Wobei wir lieber auf Nummer sicher gehen mit Roche. Dann spielen wir Isufi auf der IV. Falls da einer nicht performt, da fühlt er sich wohl, da wird er auch auf jeden Fall gut spielen. Und Xhaka Bunyaku. Fürs Mittelfeld als Auswechselspieler. Das passt dann, glaube ich, so. Zufi lassen wir mal ganz draußen. Der soll jetzt nochmal. Der war wichtig für Lausanne. Aber St. Gallen, denke ich, schaffen wir auch so. Und dann gehen wir so rein. Habe ich jetzt keinen Bock, dass er sich jetzt nochmal verletzt. Drei kleinere Wechsel. Okay. Macht es genauso wie im letzten Spiel. Hat zwar im alten FM oder im, ich glaube im FM19 war das, glaube ich sogar, hat die Aussage nie funktioniert, dann haben sie das Spiel immer absolut verkackt. Ich glaube, letztes Jahr war es nicht mehr so schlimm. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall gut. Das kann ich euch sagen. Wir werden es jetzt live hier testen. Einige von den Spielern haben über die positive Atmosphäre gesprochen. Denken Sie, es war der Schlüsselfaktor für den aktuellen Formanstieg? Ja, jeder kommt hier gerne zur Arbeit, weil die Stimmung einfach geil ist. Haben Sie Sorge, dass die Niederlage einen Knacks geben könnte? Die Moral ist gut. Ja, wir wissen, wie man gewinnt und es gibt immer Höhen und Tiefen. Die U18 hat den Swiss Winter Cup mit einer Mannschaft gewonnen, der Menge Talent steckt. Wie glücklich macht sie der Titelgewinn? Sie sind ein talentierter Haufen. Aber sie haben jetzt schon ihren Weg gemacht. Vor allem wird ihre Zukunft vor sich sein. Also, dass wir Spieler mit unheimlichem Potenzial haben, will ich nicht sagen. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei in der U18, die wirklich bei uns spielen könnten. Und der Rest mit bisschen Glück vielleicht noch rutschen ein, zwei als Reservisten rein. Deswegen würde ich mal sagen, ihre Zukunft ist rosig. Aber jetzt nicht, dass wir denen die Chance geben werden. Nicht, dass sie da noch was von uns erwarten dann. Wie stark waren die Nachwuchstrainer an der Entwicklung der Talente beteiligt? Ich glaube, dass die Trainer hier so gut sind, wie man es sich wünscht. Sie machen ihren Job unglaublich gut. Und ein oder zwei der Jüngeren werden noch groß rauskommen, auf jeden Fall. Gibt es einen Spieler der U18, den Sie für besonders im Auge haben? Ja, und zwar Liam Chipperfield, ganz klar. Also er ist, glaube ich, das Top-Talent schlechthin bei unserem Verein. Und jetzt möchte ich aber, dass die erste auch mal zeigt, dass sie ein Haufen von Top-Spielern sind. Von Moos zeigt es auf jeden Fall schon mal nicht. Dem wollte ich hier nochmal das Startelf-Vertrauen geben, dass der sich vielleicht mal wieder ein bisschen einspielen kann. Naja, mal gucken. Frei Kasami. War schön durchgesteckt von Cabral. Moos geht da vorbei und versucht selber.
Sah nicht so schlecht aus, aber hätte man vielleicht auch querlegen können nochmal. Aber gefällt mir trotzdem, dass der Junge hier das Selbstvertrauen hat und das einfach mal selber machen will. Ja, tatsächlich das erste Spiel, wo wir nicht direkt am Anfang das Tor machen, beziehungsweise auch nicht am Anfang so klar überlegen sind. Also St. Gallen macht das anscheinend schon ganz schön gut. Stehen auch hinten sehr, sehr, sehr kompakt. Mit da ihren vier Verteidigern und der Dreierkette davor. Aber wir werden da auf jeden Fall die Lücke finden. Wittmer sieht auf jeden Fall Cabral. Und was macht der für ein Ding wieder rein? 18. Saisontor. Das war wirklich traumhaft. Also das sah echt gut aus. Weil wir den da aus der Drehung köpft. Ja, sehr, sehr stark. Da sieht man einfach, was der für eine Maschine ist. Was der für ein Top-Stürmer ist, ne? Hoffe ich, dass da im Winter kein Angebot reinkommt, weil ich möchte ihn auf jeden Fall nicht unzufrieden haben und ich würde ihn auch sehr ungern abgeben. Im Sommer sieht es dann schon anders aus. Ich denke, als Basel ist es natürlich klar, dass wir auch für die Top 5 Ligen eine kleine Anlaufstelle sind, so wie vielleicht RB Salzburg. Vielleicht nicht in dem großen Ausmaß, weil Salzburg hat, glaube ich, einen international schon besseren Ruf ein bisschen als wir. Aber wir werden auf jeden Fall auf dem Weg dahin kommen. Und wenn Cabral so weitermacht, wird er auf jeden Fall im Sommer wahrscheinlich das eine oder andere Angebot bekommen. Also Lindner, wie immer, Widmer gut, Schömert gut, Lovink und Petretta da, die sind noch nicht ganz so da. Frei auch nicht, Kasami auch nicht, Campo auch nicht, von Moos auch nicht und Pululu auch nicht. Das sieht jetzt auf jeden Fall noch nicht gut aus. Wir werden auf jeden Fall sagen, da geht auf jeden Fall noch mehr. Also rein geht's, Jungs, kommt. Zeigt, was ihr drauf habt. Ich möchte das Spiel auf jeden Fall auch gewinnen. Wir wollen unsere neun Spiele voll machen, unsere neun ungeschlagenen Spiele. Der Täter ist gut da, Pululu findet die richtige Richtung nicht ganz und klärt ihn dann einfach irgendwo hin. Aber Frei ist aufmerksam, sehr schön. Von Moos mit dem Konter raus auf Pululu. Und er jetzt einen guten Ball in die Mitte. Er kommt an, aber war leider nicht gut genug und auch der Kopfball dann nicht stark genug. Also Wittmer gefällt mir so gut. Der wäre echt ein Verlust, wenn der geht. Der hat zwar seinen Durchhänger, wo wir ihn nicht in die Premier League haben wechseln lassen, wo er da ein bisschen auf zickig gemacht hat. Aber sonst spielt er echt stark, hat sich ja jetzt auch damit abgefunden. Und dann spielt er wieder einen geilen Pass. Oh. Und es tut ja weh beim Zugucken. Junge, wo wollte Cabral da wieder hinschießen? Jetzt haben wir auch beim Eckball ein bisschen Glück. Petretta ist noch da. Kann den zum Glück nochmal blocken. Jetzt müssen wir dann, glaube ich, halt doch langsamer wechseln, weil da ist ja ein bisschen arg wenig Zug drin gerade. Cekrova kommt auf jeden Fall mal für von Moos. Bunjaku für den Campo, der gar nicht da ist. Campo, sorry. Kasami leider ist auch nichts. Deswegen Frei mal wieder vorziehen und Xhaka dafür hinten rein. Und Roche für Petretta, der soll hier Lovink ein bisschen unterstützen. Der hat heute nicht sein bestes Spiel. Aber jetzt bei dem 1-0 möchte ich auch keinen Isufi in die Innenverteidigung stellen. Deswegen lassen wir es erstmal bei den vier wechseln. Vier Wechsel auf einmal ist natürlich immer ein bisschen riskant. Gerade weil St. Gallen gerade auch nicht so schlecht drauf ist. Aber ich möchte den letzten Wechsel nochmal aufsparen. Jorge, komm, hier mit Linken quer. Ah, er versucht es selber, aber das war natürlich nichts. Das weiß er aber auch selber.
Jetzt können wir dann vielleicht nochmal für den Pululu die letzten 10 Minuten bringen wir in Vichy. Vielleicht wird er einfach nochmal das entscheidende Tor vorbereiten, man weiß es nicht. Würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Der Junge soll auch seine Einsätze kriegen. Und er kann das natürlich auch. Wir vertrauen in jeden von unseren Spielern. Außer in Tim Klose, wenn er einen Ballerfuß hat. Aber sonst schön gesehen. Wittmer macht es richtig schön breit auf Cekova. Der versucht es mal und der Ball kommt aufs Tor. Das sehe ich schon mal auf jeden Fall als Verbesserung an. Vielleicht hat er da ein bisschen Torschuss trainiert. Ja, jetzt komm. Reißt sie nochmal und macht das 2-0, dass hier alles sicher ist. Oh! Was macht Lindner denn da? Also das stand ein bisschen weit vom Tor. Wir wollen zwar einen mitspielenden Torwart, aber so Dinger wollen wir auch nicht kassieren. Zum Glück ist der nicht rein. So. Jetzt bitte mit dem Angriff 2-0. Schön von Bundiaku gespielt. Gut gesehen. Oh, und Roche vertändelt da den Ball. Beziehungsweise überschätzt ein bisschen seine Schnelligkeit. Aber wir haben sie gut zugestellt. Und jetzt haben sie aber unsere erste Reihe überspielt. Jetzt müssen wir hinten gut stehen. Lovink muss da mehr dran sein. Kann die Flanke aber noch blocken. Oh, Ubishi spielt einen gefährlichen Ball. Zum Glück ist da nichts passiert. Jetzt nochmal den Eckball klären. Schön von Widmer. Jetzt müssen wir das halt nur noch irgendwie über die Zeit bringen, aber St. Gallen macht hier ganz schön Druck im Moment. Boah, aber Lindner ist da. Noch 2 Minuten und nochmal ein Freistoß. Kintila. Aber Lindner hat ihn sehr stark. Und jetzt haben wir den Konter nochmal. Da ist das Foul an Cekrova, hat er gut das Foul geschindet. Jetzt haben wir nochmal einen Freistoß. Lasst euch schön Zeit, Jungs. Und Jakob bringt den gut rein und wir machen es 2-0 und das Spiel ist gelaufen. Ach, Cabral. Junge! Mach mal deine Dinger rein. Du könntest 3 Tore pro Spiel machen. Frei klärt ihn nochmal gut. Und das sollte es dann langsam gewesen sein. Ja, schlechter langer Ball hier vom Linksverteidiger von St. Gallen. Und das war dann das Glück für uns. Wir gewinnen das Spiel 1-0. Kein schönes Spiel, aber ihr wisst, wie es läuft. Auch so Spiele nimmt man mit. Ja. Cabral ist auf jeden Fall da gewesen. Cekrova nicht so. Freier auch nicht so ganz. Hat dann als Box-to-Box sich nochmal ein bisschen gebessert. Xhaka war vielleicht nochmal wichtig am Ende. Und Jako hat es auch ordentlich gemacht wieder. Roche war okay. Lovink hat sich dann auch wieder stabilisiert. Er braucht vielleicht einfach hier einen bisschen abgezockteren Spieler neben sich. Mit den 2 Jungen. Also Petretta ist jetzt auch 23. Aber hat wahrscheinlich nicht die Erfahrung von einem Roche. Denke ich mal. Wobei der hat schon gute Spiele gemacht, zumindest in der Schweizer Liga. Aber ich glaube, Roche ist dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Ja, naja. Hat ein 17, 18 viele Spiele, also was ist viele Spiele, aber immerhin 22 Einsätze gehabt. Und danach lief es dann nicht mehr so. Also bei Santos hat er dann nochmal viel gespielt. Naja. Aber ich denke trotzdem, dass der mit seinen 24 Jahren, ein Jahr älter, ist er doch nochmal ein anderes Kaliber, denke ich, als ein Petretta. Der das heute leider nicht so gut gemacht hat, auch Kasami nicht gut, Campo auch nicht gut, Pululu war in Ordnung und von Moos, da dürfte auch mehr kommen. Aber war ein schöner Sieg, Jungs, gut gemacht. Wir haben sich die beiden Teams aus taktischer Sicht geschlagen. Ja, sagen wir einfach mal, wir haben viel dazugelernt. Auch wenn wir jetzt taktisch gar nicht so viel gemacht haben, außer die Wechsel. Ich habe überlegt, ob ich am Ende vielleicht nochmal Taktik ein bisschen umstellen soll. Aber dann hatte ich tatsächlich Angst, dass wir uns so hinten reinstellen,
dass sie dann zwangsläufig das Gegentor kriegen. Das ist, glaube ich, ja sogar statistisch bewiesen, dass die Mannschaft, die führt und weiter nach vorne spielt, eher das 2-0 macht, dass es 1-1 bekommt. Ja, hier ist jetzt beim 1-0 geblieben, aber alles in allem ist ja, können wir damit ja gut leben. Young Boys Bern haben mal wieder gewonnen. Lausanne Spohr auch nur mit dem Unentschieden. Also das läuft im Moment für uns. Wir haben natürlich ein bisschen von der Liga profitiert, ne, dass jeder auch geschwächelt hat. Als wir nicht ganz da waren, als wir uns so 20.000 Unentschieden hatten. Aber ja, letztendlich stehen wir jetzt wieder ganz oben.